bin die Patricia, bin 32 Jahre alt, komme aus der Steiermark und suche auf diesem Weg einen Mann, der zu mir passt. Welcher Mann passt zu Ihnen? Auf jeden Fall loyal, treu, ehrlich, groß. Ja. Er soll mit beiden Füßen im Leben stehen. Das ist einmal ganz wichtig. Ja. Was heißt groß? Wie groß sollte er sein? Naja, es ist jetzt kein. Es muss nicht sein, aber ab 1,80 ist schon eine schöne Größe. Wie groß sind Sie? 1,58. Also doch vieles größer als Sie. Ja. Suchen Sie einen Mann zum Anlehnen ein bisschen oder einen Beschützer? Ja, definitiv. Sie haben zuerst gesagt, loyal und treu. Haben Sie da schlechte Erfahrungen gemacht? Ich habe eine Beziehung eigentlich bis jetzt erst gehabt. Die war 4 Jahre lang. War aber eine toxische Beziehung, sage ich jetzt einmal. Und hat mich sehr geprägt. Und seitdem bin ich Single. Das ist jetzt eigentlich seit 8 Jahren. Was ist eine toxische Beziehung? Es ist sehr viel gelogen worden. Es waren sehr viele Streitereien, on-off. Ja. Wann akzeptiert man das oder wann erkennt man das, dass das so vergiftet ist, dass es nicht funktionieren kann? Das ist schwierig, weil wenn so viele Gefühle dabei sind und wenn man Menschen echt so liebt, dann blendet man alles aus, was ist und was war. Dann blendet man aus, dass er einen schlägt, dass er nicht gut zu einem ist, dass er einen selber nicht gut tut. Ja. Wie lange geht es dann, bis man es kapiert? Oder wie weit muss so etwas gehen? Es kann sehr weit gehen. Bei mir hat es erst Klick gemacht, wie er mich geschlagen hat. Das heißt, da haben Sie dann gewusst, da ist jetzt Stopp. Jetzt ist es aus, ja. Jetzt reicht's. Was hat Sie überhaupt fasziniert an den Menschen? Boah, er war sehr groß. Er hat so ein Beschützerding gehabt. Er war kein schlechter Mensch, glaube ich. Es hat Tage gegeben, da war er wirklich ein Wahnsinn. Und da hat man sich gefühlt, als wäre man die Prinzessin von irgendwo und so. Aber die schlechten Tage haben überwogen. Ne? Und dann waren noch Kinder im Spiel. Und dadurch ist es natürlich noch viel schwerer. Das heißt, Sie haben mit Ihrem Kinder? Ja, eins, ja. Genau. Und das, wenn das so hin und her geht jeden Tag, ist das der Charakter oder ist da Alkohol im Spiel? Es war Sucht im Spiel, ja. Nicht Alkohol, aber andere Sucht. Und das zerstört halt echt sehr viel. Wenn eine Sucht im Spiel ist, dann wird einfach sehr viel gelogen. Es wird hintergangen, es wird, ja. Bei jedem Streit war er 3-4 Tage dann einfach weg, hat sich nicht gemördert, war nicht da. Ich bin allein mit den Kindern da gestanden. Das heißt, da macht man sich Sorgen und ist sozusagen. Das heißt, 8 Jahre waren Sie jetzt alleine. Haben Sie da nie versucht, jemanden kennenzulernen? Na sicher, man ist ja auf Datingportalen oder so oder beim Fortgehen. Man spricht ja hier und da mit irgendwen oder trifft sie mit wem. Aber man ist eben vorsichtig. Und es muss wirklich der Mann sein, der was an umhaut und bumm macht. Ne? Mit Kindern kann man nicht einfach eine Beziehung eingehen und sagen, schauen wir mal, ob es passt. Glauben Sie noch an die Liebe auf den ersten Blick? Nein, an die habe ich noch nie geglaubt. Liebe auf den ersten Blick? Nein, habe ich auch noch nie gehabt. Also ich war wirklich erst einmal so richtig verliebt und das war auch nicht Liebe auf den ersten Blick, überhaupt nicht. Glauben Sie noch an die große Liebe? Ja, dass die dann irgendwo wartet? Ja, an die große Liebe, glaube ich schon. Es ist ein dufter Abend. Ich bin wild nach ihr. Sie tanzt mit einem anderen.
zu mir. Der andere will sie küssen. Pa-pa-dam-pam, pa-pa-dam-pam. Oh, es kocht in mir. Sie lässt ihn einfach stehen. Pa-pa-dam-pam, pa-pa-dam-pam. Irgendetwas, was sie gar nicht wollen? Dass er irgendein Suchtproblem hat. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Rauchen mag ich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht. Ich bin selber Nichtraucherin, habe nie geraucht. Muss nicht sein, mag ich nicht. Er muss halt gepflegt sein. Wenn einer kommt mit keinen Zähnen im Mund oder mit, ich weiß nicht, das ist halt ein Ding, er muss nicht gestylt sein und jeden Tag ausschauen wie aus einem Ei gebettelt. Das muss nicht sein, aber er muss einfach gepflegt sein. Haben Sie das schon mal erlebt, dass sich einer ohne Zähne vorgestellt hat? Ja, sicher. Wirklich? Ja, sicher. Wo lernt man die kennen? Auf Datingportalen. Ach so, das, aber dann sie die so darstellen oder geben die auch das Foto rein? Oder? Naja, wenn man nur so lacht oder so, ohne dass man was sieht, ne? Und man trifft sie dann und dann steht er da ohne Zähne. Wie sind Sie dann? Sind Sie da offen und ehrlich und sagen Sie das gleich? Oder? Ja, definitiv. Was sagen Sie da? Du hast ja keine Zentren, Vierti. Naja, wieso hast du keine Zentren? Nein, macht er welche. Ich meine, wir leben im 20. Jahrhundert, ne? Die Möglichkeiten sind groß, dass man da ein bisschen nachhelfen kann oder schauen kann, dass man ein bisschen was gleich schaut. Ich liebe den dunklen Wald, Berge und Seen. Ich schwärme für ein Eis am Stiel. Ich möchte mit den Wolken ziehen in ferne Länder. Ich seh's mal gern auf einen Krokodil. Die Welt wird immer kleiner und die Wünsche riesengroß. Warum nur schau, wie schön ist auch ein Frosch im Moos? Das Schönste im Leben ist die Freiheit, denn dann sagen wir Hurra! Ist es auf der Welt zu sein, wenn die Sonne scheint für groß und klein. Du kannst atmen, du kannst gehen, dich an allen freuen und alles sehen. Schön ist es auf der Welt zu sein, sagt die Biene zu dem Stachelschwein. Du und ich, wir stimmen ein. Schön ist es auf der Welt zu sein. Vom Aussehen her sonst sind sie so groß, aber gibt es irgendetwas noch? Haarfarbe, Statur? Nein, komplett egal. Er kann einen Bauchel haben, er kann. Nein, überhaupt. Er kann einen Klotzen haben, Haar, das ist komplett egal. Mir ist wichtig, dass er gepflegt ist. Sollte er aus der Gegend kommen, aus der Steiermark auch, oder könnte er auch aus Wien kommen, Vorarlberg oder? Die Gegend ist mir eigentlich komplett wurscht. Also ich habe sowieso auch nicht vor, da zu bleiben. Von daher, nein, die Türen sind überall hin offen. Überhaupt kein Problem. Das heißt, Sie haben noch Träume, woanders hinzugehen. Was sind Ihre Träume für die Zukunft? Ja, ich fühle mich da in der Steiermark, in Österreich, jetzt nicht wirklich aufgehoben und nicht wohl. Und sage eigentlich schon seit Ewigkeiten, dass ich weg will. Aber es ist natürlich nicht so einfach. Ne? Man muss halt schauen wegen die Kinder und wegen der Arbeit und keine Ahnung. Aber was für ein Land würde Ihnen liegen? Vom Gefühl her. Nein, ich bin mir sicher, dass ich irgendwann einmal auswandern möchte. Also das ganz sicher. Und wohin? Wo es im ganzen Jahr 25 Grad hat. Also eher wärmer sozusagen. Nichts kalt. Spanien, wie auch immer, keine Ahnung. Ist eigentlich egal, also die Grenzen sind offen. Aber ich reise gern und bin gern unterwegs. Und ja. Was machen Sie beruflich? Ich bin Zustellerin. Das heißt, alles Mögliche oder Paketdienst oder? Eine Jausenzustellerin bin ich. Aha. Bin ich schon ewig. Eine Jausenzustellerin, wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, Sie machen die Jausen auch, oder? Ja, genau. Also, Sie machen die selber? Ja, die Fahrer machen das fast alle selber. Wir sind eigentlich eine relativ große Firma mittlerweile und arbeiten ziemlich früh, richten alles her und dann fahren wir los zu den ganzen Firmen,
hat man immer die gleiche Tour, ja. Das heißt, Baustellen auch und so weiter? Ja, ja, sicher. Büros, Baustellen, alles. Muss man da lernen oder irgendwie mit den muss man mit Männern umgehen können, oder? Dann irgendwie, das wird ja, sicher. Ja, generell mit Kunden. Also ich habe mein ganzes Leben schon mit Kunden zum Tun und habe schon viele Berufe gemacht, weil es eben mit Kindern nicht so einfach ist und habe eigentlich immer zwei Jobs gehabt. Und ja, von daher. Gibt es irgendeinen berühmten Schauspieler oder Prominenten, wo Sie sagen, das ist ein Typ, der gefällt mir vom Aussehen her, dass man sich was vorstellen kann, was so ihr Typ wäre? Also wenn ich es mir jetzt wirklich aussuchen könnte, würde ich David Beckham nehmen. Der ist aber auch nicht so groß. Nein, die Größe ist jetzt nicht, dass ich sage, das ist das Ausschlaggebende. Oh Gott, wenn da jetzt einer kommt, der ist 1,75, sage ich nicht, ciao Kakao, das mache ich nicht. Aber der David Beckham sozusagen wäre so vom Typus jemand, der Ihnen gefallen wird? Nö, wenn ich mir einen aussuchen würde, dann er, ja. Ja, das ist schon ganz gut. Aber ich habe keinen bestimmten Typ, wirklich nicht. Also wenn man die Kindesväter anschaut. War die unterschiedlich? Ja, total. Der erste ist wirklich klein. Also der ist, glaube ich, 1,73 oder so, keine Ahnung. Hat Haar am Kopf und eher so Hip-Hop-Style, keine Ahnung. Und der zweite ist 1,95, hat er Klotzen. Also komplett, ich habe keinen bestimmten Typ. Es muss wirklich... Er muss sympathisch sein, er muss eine Ausstrahlung haben. Also wenn da einer kommt, der was immer schaut, wie 3 Tage Regenwetter und den Mund nicht aufkriegt, das brauche ich nicht. Sind Sie eifersüchtig? Nein, würde ich nicht sagen. Treu? Sind Sie treu? Sind ja, treu? Ja, definitiv. Definitiv. Das erwarten Sie auch sozusagen? Ja, das muss sein. Also wenn ich da jetzt wirklich einen Mann kennenlerne, mit dem es passt, dann will ich, dass der auch wirklich für die Zukunft ist. Ich bin kein Mensch, der was jedes Jahr einen Mann an ihrer Seite hat. Das heißt, Heirat und so wäre schon noch Thema. Gibt es da so eine Vorstellung von so einer klassischen Heirat? Ja, mit Hochzeit habe ich mich so noch nie auseinandergesetzt, aber ich glaube, jede Frau will mal heiraten und Prinzessin spielen. Ja, also ich schließe es definitiv nicht aus. Liebe ist in der heutigen Zeit sehr kostbar. Romantik ist sicher wichtig in einer Beziehung. Erotik ist ganz wichtig in einer Beziehung. Ich möchte nicht von einem Mann, dass er unehrlich ist. Scheiße, mir fällt nichts ein, keine Ahnung. Ich wünsche mir von einem Mann, dass er ehrlich ist, loyal ist und kinderlieb ist. Wenn dir das Video gefallen hat und du glaubst, du würdest zu mir passen und die Chemie stimmt, dann melde dich gern bei mir.